Ja, ich habe gestern allgemein von Achtsamkeit oder von 6 Aspekten der Achtsamkeit geredet. Und ich möchte heute einen Aspekt vorstellen, nämlich den Aspekt der Vorstellungen, Konzepten, Mustern, Überzeugungssätze. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wie ich denke. Man könnte im Grunde die ganze Achtsamkeit an diesem Aspekt auch aufhängen oder aufgrund dieses Aspektes beleuchten. Wenn wir allein denken, die Konflikte in der Welt sind Konflikte von Glaubenssätzen. Ich war gerade am letzten Wochenende auf einem Kongress, wo eine Gruppe von Palästinensern, eine Gruppe von Israeli da waren und die bilden zusammen eine Vereinigung, die üben, wie können wir zusammen überhaupt mal anfangen, miteinander zu reden. Und es war sehr eindrücklich, weil die Palästinenser hatten das Gefühl, sie sind Besetzte und haben die Israelis als Besetzer gesehen. Und damit waren sie in der Rolle des Opfers. Und die Israelis sind genau in der Rolle gewesen, nie wieder Opfer, nie wieder Verfolgung. Und wie passt das zusammen? Und das sind Glaubenssätze, die getragen werden von Feldern, gesellschaftlichen und so weiter. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und vor allem ein Thema, was für mich auch einen Ansatz gibt für Spiritualität im Alltag. Und es ist mir so wichtig, dass wir das nicht abspalten, was wir hier tun, von dem, was wir in unserem Leben tun, sondern dass wir es wirklich als eine Übung, eine Einübung sehen, einer Praxis, die ganz relevant und ganz bodenständig und ganz konkret ist. Also, Vorstellungen. Vorstellungen sind, habe ich gestern auch schon angesprochen, evolutionär höchst sinnvoll. Ich habe gestern das Beispiel mit dem Papier gebracht. Und es geht ja weiter. Wir haben ja nicht nur Konzepte und Vorstellungen über Begriffe, Dinge, sondern wir sind aufgrund einer Verknüpfung verschiedener Begriffe und Begrifflichkeiten in der Lage, sogar Ereignisse vorwegzunehmen. Wenn ich also diesen Vortrag halten soll, dann bin ich in der Lage, mich entsprechend schon vorzubereiten auf die Situation, so wie ich sie mir dann vorstelle. Ist eine tolle Sache, nicht? Das können in diesem differenzierten Maße auch nur Menschen. Ich denke nicht, dass Tiere wirklich in der Lage sind, Handlungen vorwegzunehmen. Wie auch immer, wir können es auf eine so differenzierte Weise, dass es uns zu Menschen macht. Ich habe über diesen Vortrag nachgedacht und da hat das Wort Vorstellung bei mir etwas ausgelöst. Ich komme aus einer Theaterfamilie und wenn bei uns zu Hause das Wort Vorstellung erwähnt wurde, dann wurde was anderes damit gemeint. Dann ging es um eine gute Vorstellung und eine erfolgreiche Vorstellung. Um eine Theatervorstellung ging es dann. Und ist mir eingefallen, im Grunde ist das gar nicht so unterschiedlich. Das ist kein Zufall, dass das das gleiche Wort ist. Was passiert im Theater? Im Theater, da gibt es Komödien und gibt es Dramen. Und worauf beruhen Dramen zum Beispiel? Dramen beruhen darauf, dass eine Vorstellung aufgebaut wird und an die Wand fährt. Und zwar auf eine dramatische Weise. Romeo und Julia, wie schön wäre es, wenn sie zusammenkommen könnten. Und zack, es geht nicht. Es passiert etwas, was sie daran hindert.
Und das macht uns traurig. Und die Komödie ist im Grunde ganz ähnlich, bloß dass diese Vorstellung auf eine Weise an die Wand fährt, dass es grotesk ist, dass wir drüber lachen müssen. Damit es nicht so abstrakt ist, möchte ich euch meinen Lieblingswitz erzählen. Der ist nämlich genau darauf konstruiert. Der beruht darauf, wie ich gerade gesagt habe, dass ich eine Vorstellung in euch wachrufe und die dann plötzlich auf eine groteske Weise gegen die Wand fährt. Also, mein Lieblingswitz. Petrus hat Urlaub und bittet Jesus, an die Himmelspforte zu gehen und für ihn da Wache zu halten. Jesus steht an der Himmelspforte, es kommen verschiedene Menschen und schließlich kommt auch ein sehr alter Mann. Er ist schon sehr verwirrt und weiß nicht mehr wirklich seinen Namen. Und Jesus fängt an, ein bisschen zu forschen. Sag mir doch mal, was hattest du für einen Beruf? Und der Mann sagt, ich war Zimmermann. Ah ja, gut, interessant. Und er schaut, es gibt immer noch jede Menge Zimmerleute hier. Sag mir noch was über dein Leben, wo ich rauskriegen kann, wer du bist. Und er denkt und sagt, ja, ich hatte einen weltberühmten Sohn. Jesus schaut ihn an. Papa? Und der Zimmermann öffnet die Arme, sein Gesicht strahlt und er sagt, Pinocchio! Ja. Also, so ist das, nicht? Eine Vorstellung, die gegen die Wand führt. Mal dramatisch, mal grotesk. Und interessanterweise im Buddhismus hat man auch diese Punkte identifiziert. Die Ursache von Leiden besteht darin im Anhaften, Festhalten, im Ablehnen und im Nichtwissen. Anhaften. Wir haben Vorstellungen. Und es wäre so schön, wenn Romeo und Julia kriegen würde. Aber es haut nicht hin. Ein Drama. Ablehnen. Ich habe gestern die Geschichte vom Bauern euch vorgelesen. Und da heißt es, er erzählte von seiner Frau, er liebte sie, aber er hätte sie in einigen Punkten gerne anders gehabt. Dasselbe galt auch für seine Kinder, auch die liebte er, doch sie entwickelten sich nicht ganz nach seinen Vorstellungen. Er hat ein Problem. Und letzten Endes, das Nichtwissen ist das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, beziehungsweise wir beschäftigen uns damit, wie kann ich eine Haltung erwerben, einüben, die mich öffnet und die damit Lernen, Wissen, Erkenntnis, Erwachen fördert. Jetzt wäre es ja vielleicht noch gar nicht so schlimm, wenn wir nur Vorstellungen hätten und dann nur enttäuscht wären. Aber es geht ja weiter. Wenn wir nämlich enttäuscht sind, dann tun wir in der Regel was. Und es sieht nicht so aus, dass ich dann sage, stimmt, ich habe mich getäuscht. Sondern in der Regel sieht es anders aus. Da wird nämlich ein Zeigefinger gestreckt und sagt, du bist ein Idiot, ich kann dich nicht leiden. Oder die Welt ist schrecklich und ich bin ihr Opfer. Das heißt, es wird nach außen geworfen, mein Leid, und das ist dann der Vorwurf. Wir machen Vorwürfe. Wir machen Vorwürfe und Vorwürfe sind Wegwürfe. Vorwürfe bedeutet, dass ich einen Teil der Welt abspalte, mich nicht für ihn interessiere und mich damit abschneide von der Möglichkeit, darüber zu lernen. Ein Beispiel, was denjenigen, die therapeutisch arbeiten oder auch davon damit einen Kontakt hatten,
sicher ganz geläufig ist, meine eigene Geschichte. Mein Vater war, wie gesagt, Schauspieler und ein sehr kraftvoller Mann und ein sehr, für mich als Kind oftmals beängstigender Mensch. Und das heißt, ich hatte eine Zeit, wo ich gesagt habe, so will ich nicht werden. Und damit habe ich diese Kraft von mir abgespalten. Und ich habe erst wieder in langen Therapiesitzungen sie mir aneignen müssen. Und letzten Endes, wenn ich hier sitze, dann danke ich ihm für seine Kraft, denn die lässt mich hier sitzen. Aber das hat erst mal gebraucht. Und am Anfang war die Abspaltung, nein, das macht mir Angst, das will ich nicht, das kann ich nicht, das soll nicht sein. Und so werfen wir bei Vorwürfen Teile des Lebens weg, so spalten wir Teile des Lebens ab und so bringen wir uns in eine Situation, die zu ist, die angsterfüllt ist und in der wir nicht mehr lernen können. Ich habe vor einiger Zeit in einem Buch ein kleines japanisches Gedicht gefunden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist es, da möchte ich einen Vortrag drüber machen. Und das ist sozusagen der Kern dieses Vortrags. Ich möchte es euch kurz vorlesen. Keine Vorwürfe, auf keinen Fall Vorwürfe. Wenn ein Vorwurf sich regt, schau auf das Meer, das alles aufnehmende, hellglänzende Meer. Keine Vorwürfe, auf keinen Fall Vorwürfe. Wenn ein Vorwurf sich regt, schau auf das Meer, das alles aufnehmende, hellglänzende Meer. Und dieses Gedicht bedeutet nicht, dass ich meine Gefühle in diesem Meer ertränken soll, denn das wäre ja wieder ein Abspalten. Und es bedeutet auch nicht, dass ich eine graue Maus werden soll und nicht mehr mich ärgern und nicht mehr mich freuen können soll. Nein, das Gedicht bedeutet für mich, nach meiner Interpretation, was kann ich aus so einer Situation lernen? Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, um das ein bisschen plastischer wieder zu machen, noch eine Geschichte erzählen. Es gibt einen Zen-Lehrer und dieser Zen-Lehrer hat einen exzellenten Geschmack und darauf war er sehr stolz. Er hat sein Haus eingerichtet, unglaublich schlicht, sehr ästhetisch, kein Gegenstand, zu viel, wundervoll. Und dann hat das Schicksal es gewollt, dass er eine Frau kennenlernte und diese Frau hatte einen anderen Geschmack. Bunte Klamotten, überall ausgestellt, sie will sie sehen, sie will sie nicht verstecken. Lebendig, man könnte auch sagen, ein bisschen schlampig vielleicht. Und dieser Zen-Lehrer war nah daran, ihr Vorwürfe zu machen, zu sagen, du bist schlampig, das ist nicht spirituell, schau mal, so ist es spirituell, das nicht. Und na gut, er ist ein reflektierter Mensch gewesen, er hat ja diese Geschichte erzählt und er hätte sie wahrscheinlich nicht erzählt, wenn es keine Wände gäbe. Also, was hat er gemacht? Er ist einfach mal ein bisschen rumgelaufen in diesen Zimmern von seiner Freundin und hat ein bisschen gespürt, wie es ihm damit geht. Und was hat er gemerkt? Er hat gemerkt, es verunsichert mich. Es macht mich eng. Es macht mir unwohl. Und er hat sogar etwas wie Angst identifiziert. Also, und aus dieser Erkenntnis konnte er dann ganz anders mit ihr reden. Er konnte ohne Vorwürfe mit ihr reden. Er konnte sie einfach so stehen lassen und konnte sagen, okay, erzähl mir von dir, ich erzähle dir von mir und wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. Nicht? Und das ist eine völlig andere Position. Und was das dann für Konsequenzen hat, das ist nochmal was ganz anderes und das hat nichts mit Moral oder sonst irgendwas zu tun. Sie können sich trennen, sie können heiraten, sie können eine Mischform finden oder was auch immer. Das hat was mit den beiden zu tun.
Es geht zunächst nur darum, bei sich zu bleiben und zu schauen, was macht das gerade mit mir? Also, wenn ein Vorwurf sich regt, schau auf das Meer, das alles aufnehmende, hell glänzende Meer. Das alles aufnehmende, hell glänzende Meer. Und da sind wir wieder in dieser Weite. Gestern habe ich von ABC, A Big Container, geredet. In diesem weiten Gefäß, das alles aufnimmt, weil die Welt einfach alles enthält. Die Welt ist ordentlich und unordentlich, ästhetisch, unästhetisch, abstoßend, brutal und zutiefst berührend und zärtlich. Und alles gleichzeitig. Also, was bedeutet das im Einzelnen? Wenn ich enttäuscht werde, dann ist das das beste Merkmal dafür, dass ich eine Vorstellung hatte, die nicht in Erfüllung gegangen ist. So schlicht kann man das sehen. Und was dann passiert, ist oft, dass ich gerne daran festhalten möchte. Ich sage, ja, aber ich habe doch recht. Der ist doch gemein zu mir gewesen. Das darf man doch nicht machen. Kann schon sein. Aber darf er nicht so sein, wie er ist? Muss er so sein, wie du es dir vorstellst? Warum eigentlich? Ja, aber das ist doch unmenschlich. Das ist doch wirklich brutal. Vielleicht. Aber die Welt ist nicht nach Menschenmaß gemacht. Also wir halten daran fest und wir weigern uns erstmal zu erkennen, dass da etwas in uns berührt worden ist, dass es was mit uns zu tun hat. Und das ist doch das, was interessiert. Wie können wir lernen, wenn wir uns nicht für uns interessieren, sondern wenn wir immer nur nach außen zeigen? Und das Geheimnisvolle ist auch, wenn wir dann bei uns das Problem integrieren, dass dann plötzlich auch das Gegenüber sich verändert. Also, zu mir kommen, diese Schubumkehr, könnte man sagen. Nicht nach außen zeigen, sondern erstmal nach innen horchen. Und da spüren, ah ja, das ist mein Thema. Interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Und dann ist eine Haltung wichtig, und das ist Neugier. Neugierig bleiben. Ich habe ein ganz schönes Beispiel dieser neugierigen Haltung vor einiger Zeit gehört. In diesem Seminarhaus Benediktushof, wo ich lebe, war ein indianischer Schamane. Und er ist nach Deutschland geflogen und hatte da verschiedene Verbindungsflüge noch in den Staaten. Und einer dieser Verbindungsflüge, er steht am Flugplatz und sieht plötzlich cancelled. Und dann hat er uns erzählt, und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Leben jetzt weitergeht. Und das ist genial. Haltet mal diesen Satz im Hintergrund. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Leben jetzt weitergeht. Es ist genial, weil es öffnet uns Perspektiven. Es wird nicht verbissen. Es wird nicht zum Kampf gegen das Leben, sondern es ist die Erkenntnis, oh, ich bin Teil von diesem Leben und da passieren ständig Sachen und manchmal ist es, wie ich es mir vorstelle und manchmal ist es nicht, wie ich es mir vorstelle. Und jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, wo es jetzt weitergeht. Ich habe mir gedacht, da läuft's, aber anscheinend geht es jetzt ganz anders. Und das heißt nicht, dass er da nicht Konsequenzen ziehen kann. Überhaupt nicht. Er kann tun, was er will. Er muss telefonieren, muss umbuchen, diese ganzen Geschichten natürlich. Aber es heißt, er hat zumindest zwei Optionen und ist nicht mehr nur reaktiv gegen die Wand gerichtet. Also neugierig bleiben und freundlich bleiben, nicht in diese Rolle verfallen, dass man dann anfängt, sich selbst zu bestrafen. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Vorwurf gemacht und das sollte ich doch nicht. Und ich habe mir doch vorgenommen, also auch ich selbst darf sein, wie ich bin, nicht nur die anderen. Und ich kann einfach schauen, was geschieht da. Du darfst sein, wie du bist. Das ist ein unglaublicher Satz, ja. Also wenn ich mich mit meiner Frau streite und dann denke, sie darf sein, wie sie ist, dann denke ich manchmal, nee.
Darfst du nicht. Aber warum eigentlich nicht? Klar darf sie sein, wie sie ist. Sie ist doch so. Ja, und ich auch in meiner Verbohrtheit darf auch so sein. Ich bin halt auch ein Mensch. Und das ist schön, sich diese Weite zu geben, denn dann, ja, dann wird es wieder weit. Und dann kann die Verbohrtheit in dieser Weite ein bisschen weniger verbohrt werden. Und dann, was wichtig ist, ist natürlich, dass wir das üben. Und das habe ich auch schon gestern gesagt, wir sind einfach gewohnt, gewisse Wege zu gehen, aus vielen Gründen. Und wir fallen in die Löcher rein, auch als Gewohnheit. Und darum müssen wir andere Wege üben. Und irgendwann vielleicht kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, naja, Vorstellungen sind halt auch nur Vorstellungen. Und Gedanken sind halt nur Gedanken. Und Gefühle, die kommen und gehen, sind auch nicht so was wirklich Essentielles. Was wichtig ist, ist, dass das der letzte Schritt ist. Weil es gibt auch diese spirituellen Shortcuts, diese Leute, die den Weg abschneiden wollen und ganz schnell sagen, ach, ich habe zwar 100.000 Mark Schulden, aber das sind einfach nur Zahlen mit vielen Nullen, das hat keine Bedeutung. Mag schon sein, aber im Leben hat es eine Bedeutung und das spielt auch eine Rolle. Nicht? Das heißt, dieses große, weite, diese Distanz, dieses Ganze ist eine wichtige Perspektive, die gleichzeitig zu unserer zutiefst menschlichen Perspektive in unserem alltäglichen Leben vorhanden sein sollte. Sonst heben wir ab oder wir sind verwurstelt in unseren Alltag. Der zentrale Punkt bedeutet für mich Umkehr dieser Projektion. Also, um es mal in einem Satz zu sagen, nicht Frau Müller ist unsympathisch, sondern Frau Müller weckt in mir komische Gefühle. Keine Ahnung, was ist das? Ah ja, die erinnert mich an jemanden. So. Oder, wenn es um die Welt geht, die Ferien waren eine Katastrophe. Nee, ich habe mir meine Ferien anders vorgestellt. Die waren so, wie sie waren. Aber ich hatte einfach eine andere Vorstellung davon. Es hat halt immer geregnet. Ich habe gedacht, es ist die ganze Zeit Sonne. So ein Reinfall. Die Welt war anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Also, wenn ein Vorwurf sich regt, schau auf das Meer, das alles aufnehmende, hell glänzende Meer. Und um nochmal auf den Anfangspunkt zu kommen, ich bin überzeugt, oder ich sage es anders, meine Hauptperspektive auf den spirituellen Weg ist die Perspektive der Freiheit von Konzepten und Vorstellungen, von Glaubenssätzen. Und wenn ich Freiheit sage, dann bedeutet es nicht, dass sie dann nicht mehr da sind, sondern dass ich gelernt habe, mit ihnen umzugehen. Denn Freiheit bedeutet ja nicht, dass man etwas abschafft, sondern dass man lernt, damit umzugehen. Das wird morgen mein Thema sein, die Freiheit. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, anhand von einer persönlichen Geschichte. Ich hatte einen Klienten und der hat in mir etwas ausgelöst, so dass ich schon vor der Stunde ein ungutes Gefühl hatte. Und das hat mich belastet. Und ich hätte natürlich sagen können, ist blöd, unsympathisch, will ich nicht. Ich habe da eine Supervision gemacht und habe mich begleiten lassen in meinen Gefühlen, wenn ich mir vorstelle, dass er mir gegenüber sitzt, dass er mir gegenübersteht.
Und da gab es eine ganz charakteristische Abfolge, die mir immer wieder begegnet ist, sowohl in der spirituellen Begleitung als auch in der Psychotherapie, nämlich eine Schicht von Kontrolle als oberste Schicht. Ich will das nicht, und oft auch dicht darunter dieser ein Ärger, eine Aggression, weg damit, kann ich nicht haben, mag ich nicht, soll weg sein. Und wenn ich da dran geblieben bin, wenn ich da dran bleibe, taucht Angst auf. Und wenn ich nicht in diese Angst reinfalle, wenn es mir gelingt, die richtige Distanz zu bewahren und trotzdem dran zu bleiben, taucht Trauer auf. Das ist ganz interessant. Und in der Trauer ist keine Angst mehr. Und da scheidet sich meiner Ansicht nach genau der spirituelle Weg auch von der Therapie. Denn in der Therapie würde ich jetzt sagen, ja, was ist denn das für eine Angst und wo kommt das her und woran erinnert mich das? Und ach ja, damals. Und aber wenn ich den spirituellen Weg gehe, dann bleibe ich einfach genauso, wie ich es bei den anderen Schichten gemacht habe, bei dieser Trauer. Und schau auch da, dass ich nicht reinfalle und dass ich mich nicht abwende, sondern dass ich genau auf diesem schmalen Grat bleibe, wo ich mit der Trauer sein kann, Kontakt zu mir und meiner Trauer habe und nicht reinrutsche und mich nicht abwende. Und dann kam etwas, was ich erst gar nicht erkannt habe. Stille. Und ich habe es nicht erkannt, weil es Stille war und weil es irgendwie so transparent ist. Aber ich habe plötzlich gemerkt, da wird es still, wird ganz still, als ich durch diese Trauer gekommen bin. Und in dieser Stille gab es eine sehr große Tiefe. Und diese Stille hat sich nochmal verwandelt in einen Raum, in einen stillen Raum, der trägt. Und vielleicht ist das etwas, was ihr kennt, wenn ihr längere Zeit gesessen habt. Da ist ein stiller Raum, der verbindet, der trägt, und da muss keine Ruhe sein. Es kann geredet werden, es kann gedacht werden, es kann gefühlt werden, aber es ist etwas, eine akzeptierende, umfassende, weite Stille. Und so ist diese Forschungsreise, die sich ergeben hat aus einer Reaktion auf einen Menschen, mit dem ich Schwierigkeiten hatte, zu einer spirituellen Reise geworden. Und in diesem Raum hatte der andere Platz und alle Konsequenzen. Und meine Konsequenz war dann, dass ich ihm gesagt habe, schauen Sie, ich glaube, es gibt einfach Leute, die Sie besser begleiten können als ich. Und das war in Ordnung so. So kann sich dieser ganze Vortrag konzentrieren auf dieses Gedicht. Keine Vorwürfe, keine Vorwürfe. Wenn ein Vorwurf sich regt, schau auf das Meer, das alles aufnehmende, hellglänzende Meer.